Die Flammen wurden gelöscht. Okay. Be Gnädigste, bitte. Flatulieren Sie doch nicht so über unsere Geschäftsbeziehung. Ich flehe Sie an. Ersparen Sie dem Kaiserhaus diese Schmach. Ich habe mich schon gewundert, warum ich plötzlich 10 Punkte mehr hatte. Da habe ich mich aber zu Recht gewundert. Aber vielleicht, wenn sie ihre Anteile zurückkauft, kann ich langsam dafür die Meryl O'Barrell Obama-Frau aufkaufen. Also nicht, also die Anteile. Die Dame aufkaufen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Das ist okay. Das ficht mich nicht an. Die Waffenruhe wurde beendet. Mal was probieren gerade. So. Okay. Nochmal ganz kurz, um mich zu vergewissern. Baumwollplantage braucht 1 Minute pro Zyklus, die brauchen 30 Sekunden pro Zyklus. Also brauchen wir jetzt erstmal nur 2 Baumwollwebereien, die sind auch relativ klein. Okay. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich sehe halt gar nichts mit dem Dschungel, ne? Das ist, oh nein, okay. Vielleicht mache ich das mal hier hin. Ich sehe nichts. Hier. Madame Kahina. Oh, das passt genau dahin. Hier wahrscheinlich nicht. Würde ich erstmal so machen. Und dann mache ich hier einfach noch. Obwohl da nach oben geht es ja auch noch ein bisschen weiter. So, sieht doch schön aus. Dann kann ich hier, mache ich die Lehmgrube noch weiter. Ist jetzt nicht so richtig alles puppichtig, aber kriegen wir schon hin. Lagerhaus würde ich hier noch gerne irgendwo hinkriegen, aber puh. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Müsste ein Lagerhaus oder... Lass mal gucken. Okay, ich probiere das mal irgendwie so reinzuquetschen. Ich weiß noch nicht genau, ob alles klappt. Lagerhaus wäre dann quasi... Hier. Ach ne, wir müssen hier hin... Haben wir Platz, ne? Mal hier hin und dann, wie viel brauchen wir? 1, 2, 3 bis jetzt. 3 von den Dingern. Oh. Ach, naja. Ach, das sind die? Baumwollweberei sieht genauso aus wie die anderen Dinger. 2, 3. Und theoretisch kann ich auch ein 4. bauen. Das muss ich noch an die Straße anbinden, irgendwie. Das geht aber da unten nicht. Oh Gott. Spielstand gespeichert. Ja, sie hast ihn gespeichert. Du bist richtig taffer Typ, bist du. Ja, hey. Naja. Hauptsache, wir sind erstmal dran geknüpft. Und hier unten könnte ich theoretisch noch einen weiteren dran machen.
So. So. Okay, das müsste eigentlich gehen. Es ist nicht das optimalste Ergebnis, was man erzielen kann. Und eigentlich müsste das Lagerhaus da oben hin, weil da mehr von den Dingern sind. Aber ja, naja. Hauptsache, wir haben dann erstmal Baumwolle. Wenn die nicht erst etwas bringen. Ja, das kriegen wir schon hin. So. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, das müsste exakt hinhauen, aber. Mach ich erstmal so. Es ist nicht symmetrisch, aber wir lassen es erstmal so. Später können wir noch was anderes hinbauen. So. Und die Lehmgrube könnten wir auch ausheben. Aber Hauptsache, wir haben auf Fat Island jetzt erstmal ein bisschen Baumwolle. Und das müssen wir gleich mal verschicken. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauern wird, bis wir Baumwolle produzieren. Offenbar noch ein bisschen. Wie lange dauert das? Immer noch nicht fertig. Na gut. Dann haben wir bald Baumwolle. Ja, wahrscheinlich noch nicht genug. Wir müssen wahrscheinlich noch... Hier oben würde ich noch alles voll bauen. Ich würde noch ein bisschen mehr bauen, glaube ich. Vielleicht kommt das hier irgendwann weg und wir machen hier wirklich die ganze Baumwollproduktion dahin. Und dafür machen wir die Felder überall hin. Hier noch ein bisschen, da noch, da, wo überall geht, da, da, da. Fat Island wird einfach so eine Baumwollindustrie hier. Das wird ganz herrlich. Da kriegen wir noch Probleme mit Menschenrechten. Aber das ist mir egal. So. Hauptsache Baumwolle. Rum 49, aber die Lebensbedingungen sind doch eigentlich super, oder? Wir haben doch eigentlich alles. Gebackene Bananen haben wir. Ponchos haben wir. Und Rum haben wir. Warum sind die Leute nicht glücklich? Was fehlt ihnen noch? Es ist nichts Besonderes, aber was willst du erwarten? Noch mehr Rum. Aber Rum haben die doch jetzt. Ach, vielleicht dauert das noch ein bisschen, bis der Rum überall ankommt. Weil die brauchen immer eine stabile Rumlage und nicht nur gerade eben genug Rum, sondern der Rum muss stabil sein. Also die Lieferung, erst dann sind Leute wirklich glücklich. Oh nein, da wollte ich gar nicht rein. Entschuldigung. Wollte eigentlich nochmal in die alte Welt. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Einflusspunkte. Gifhorn hat noch Arbeiter. Wie viel kostet uns das denn dann an Handwerkern? Uni haben wir hier. Museum haben wir leider noch nicht. Das kostet 200 Handwerker. Eine Minute. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir bräuchten 3 davon. Also bräuchten wir 600. Okay. Jetzt darf hier nichts schief gehen. Jetzt darf hier nichts schief gehen. Oh, was denn damit? Da ist was schief gegangen. Okay, Ufala. Die wollen nicht so recht. So, hier dürfen wir leider mit den Steinen nicht so um uns schmeißen, weil wir hier keine haben. Also keine Produktion. Aber natürlich hätte ich trotzdem gerne hier alles mit Stein gebaut. Gespeichert. Später natürlich mit Autobahn und alles, klaro, aber jetzt erstmal so. So, oh, hier hätte ich auch noch weitermachen können. Weißt du was, ich mache jetzt auch nochmal schnell weiter. So.
Das ist es mir dann auch noch wert. So, unten erstmal nicht. Da sparen wir nochmal Steine, falls wir noch irgendwann mal spontan was brauchen. Aber ich würde trotzdem gerne... So. Ach, Gifhorn. Er strahlt im Glanze seines Angesichtes. 600. Und damit haben wir die 600. Puh, Leben am Limit. Würde ich sagen. Fälle werden da eingesammelt. Können wir hier was zwischenbauen, wa? Ich weiß nämlich nicht genau, wir können das theoretisch jetzt schon bauen, auch wenn das noch momentan etwas sinnlos ist. Aber... Hüstel, Hüstel. 5 Glas. Und siehst du, die kosten auch 10 Briketts. Okay. Wie groß sind die? Wir brauchen 3. Und 3 wird nicht reichen, ne? Ist das Lagerhaus. So, Steinstraße. Stein können wir uns noch leisten, ne? Ja, gut. Ich würde dann hier in die Mitte noch ein Lager machen oder so. Also ich würde auf jeden Fall... Das hier reicht noch nicht, glaube ich, mit den Pelzen, oder? Ich weiß nicht, wie viele Pelze die brauchen am Ende. Das weiß ich noch nicht genau. Aber ich habe das Gefühl, das da ist noch nicht genug. Da müssen wir mal schauen. Können erstmal hier so... Da so hinmachen. Ja, ich müsste dann... Hätte gern hier auch 3, aber das passt dann nicht mehr. Dann müsste ich das hier da daneben quälen. Mir fehlt noch einiges an Material. Ja, sicherlich, mein Guter, ja, sicherlich. Ganz schön knifflig im Moment. Naja, da überlegen wir uns noch was, ne? Da müssen wir mal gucken. Ach, die haben hier auch ein Lagerhaus. Wir brauchen gar nicht so viele. Aber ich würde gerne auf, hier, auf gute Hoffnung, hier können wir Jäger bauen ohne Ende. Also hier können wir jagen, wie wir fröhlich sind. Wir haben hier echt viel Platz noch. Die Feierlichkeiten sind beendet. Vielleicht kann ich hier irgendwann mal lauter Einwohner hinbauen, just for fun. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Sicherlich. Und hier würde ich dann aber irgendwann... Ja, entweder Hopfen brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, wir haben wirklich... Also Bier haben wir gerade so eine Überproduktion. Deutschland hat auch gerade Bierfest, einfach wegen der Überproduktion. Und in Faxe 450 Schnaps, 450 Stein, sehr gut alles. 450 Bier, das kauft hier keiner. 97 Rum. Warum haben wir denn hier Rum? Wir brauchen ja gar keinen Rum in Faxe. Naja, haben wir einfach. Brot. Oh. Okay. Brot haben wir offenbar doch nicht genug. Obwohl ich dachte, das wird auf jeden Fall reichen. Warum haben wir hier nicht genug Brot? Spielstand gespeichert. Das fuchst mich aber dann doch schon ein bisschen. Ich dachte, das Brot wird auf jeden Fall reichen. Wir können natürlich noch mehr anbauen. Ist das vielleicht... Nee, woran kann das liegen? Bereit! Die Elektra hängt hier einfach rum, immer noch.
Warum haben wir so wenig? Ich meine, wir verkaufen Brot überall, aber wir hatten in Stuckenborstel jetzt ehrlich gesagt weniger Brotproduktion. Das hat für alle gereicht. 417. Ach, wahrscheinlich, weil wir die Lager erstmal überall füllen. Wir haben die Lager überall aufgestockt, vielleicht deswegen. Also zeigen wir uns noch ein bisschen geduldig. Und hier haben wir... Wir haben hier noch Brotproduktion. Okay. Stimmt, Stuckenborstel hat sein eigenes Brot. Deutschland hat da sein eigenes Brot. Wie sieht es brottechnisch in Deutschland aus gerade? Lager sind voll. Okay. Vielleicht liegt es doch an den Lagern, weil ich die Lager überall ausgebaut habe, oder? 112? Nee, das ist nicht gut. Ich glaube, wir brauchen mehr Brot. Genug. Und ich kann Bier sogar noch ausbauen für hier. Da habe ich extra, weil ich dachte, wir werden auf jeden Fall viel Bier verbrauchen. Aber offenbar mögen die lieber Brot als Bier. Was ist das denn für eine komische Einstellung? Da habe ich noch nie von gehört. Die sind mir alle suspekt. Komische Menschen. Nee, ernsthaft. Das ist doof. Wie baue ich da weiter? Hier ist leider diese Schlucht. Ich müsste da unten hin, ne? Müsste irgendwie... Irgendwie nach da unten? Heute backe ich, morgen braue ich und übermorgen stille ich der Königin ihr Kind. Ihr Kind. Ihr Kind. Heute backe ich, morgen braue ich und... Okay. Ja, das muss ich noch anders machen. Ich versuche das wieder symmetrisch zu machen, weil ich halt echt ein Bob bin. Ich sollte den Platz lieber ausnutzen da unten. Felder... Kein Platz mehr frei. Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass es bei uns an Broten scheitern wird? Also da bin ich jetzt... Okay, das überrascht mich doch ein bisschen. Nee, damit sehe ich leider nicht. Warte mal. Brot. Okay, ich sehe... Ich muss hier gucken. 1, 2, 3... 4, 5, 6... 7, 8, 9... 10 auf 12. Oh Gott. Ja, es müssten 8 sein. 8. Okay, Leute. Mach erstmal hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es ist richtig. Jetzt drehe ich das Ganze. Und tut ihm so. Hätte ich mir die Straße hier hinten ja sparen können eigentlich, ne? Weißt du was? Ich spare mir die Straße da hinten einfach und setze das Feld einfach eins zurück. Was bist du? Zementvorkommen. Vielleicht lasse ich die Straße doch nochmal. Mine bauen. Vielleicht lasse ich noch mal. Dann ärgere ich mich, dass ich hier nirgends ein Lagerhaus hinbauen kann. Vielleicht da oben irgendwie notgedrungen, aber ich lasse die Straße mal. Falls wir Zement brauchen, dass ich nicht sage, oh Mann, jetzt ärgere ich mich.